Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Am Freitag fand in Ludwigshafen die Aktion Kicking Girls von Anpfiff ins Leben und der Laureus Stiftung statt. In einem Turnier standen sich diverse Mädchenmannschaften verschiedener Ludwigshafener Schulen gegenüber. Bei tropischem Sommerwetter versuchten die Teams den Turniersieg zu erreichen. Dabei standen gegenseitiger Respekt, Teamgeist, Spaß am Fußball und die sportliche Betätigung im Vordergrund. Also die Intention der Laureus Stiftung ist es, sozial benachteiligten Kindern eine Plattform zu bieten, auf der sie Sport treiben können, sich selbst engagieren können. Deswegen ist das Projekt auch dreigliedrig aufgebaut. Das heißt, wir bieten in den Grundschulen AGs an und bilden gleichzeitig Jugendliche aus, sodass immer die Möglichkeiten bestehen, sich irgendwo einzusetzen und zu engagieren. Also viele Laureus-Projekte sind natürlich auch über Spendengelder finanziert. Und natürlich stehen da auch große Firmen immer hinter einer bestimmten Stiftung. Und in diesem Fall war es so, dass die Dietmar-Hopp-Stiftung gesagt hat, wir finden die Projekte, die ihr macht und gerade das Kicking-Girls-Projekt besonders toll und möchten, dass die Laureus-Projekte auch in der Rhein-Neckar-Region umgesetzt werden. Und das war im Prinzip der Anlass und eine Förderung, sodass wir jetzt auch hier endlich aktiv werden können und auch in Mannheim im nächsten Jahr das Projekt starten wird. Die Aktion soll zum einen den Spaß am Mädchenfußball wecken und zum anderen eine Integration ohne Vorurteile fördern. Eltern und Lehrer der Schülerinnen fieberten von der Seitenlinie aus mit oder gaben als Trainer die Taktik vor. Wir fanden uns gefreut, dass die uns eingeladen hatten und sehr gute Spiele erlebt haben und Kinder hatten Spaß gehabt. Besonders die Mädchen mit alles drum und dran. Wir freuen uns immer für solche Projekte. Bei der Aktion waren auch diverse Fußballer und Fußballerinnen der regionalen Fußballvereine, zum Beispiel von 1899 Hoffenheim, involviert. Ja, also ich spiele selber auch Fußball seit ungefähr 7 Jahren bei der TSG 1899 Hoffenheim und wir sind in der ersten Liga und sind letztes Jahr aufgestiegen und also vor 2 Jahren aufgestiegen und letztes Jahr haben wir die Liga gehalten und unsere zweite Mannschaft ist auch aufgestiegen und genau, habe sehr oft auch Training und ich versuche halt natürlich auch mein Können den Mädels so gut es geht weiterzugeben. Man erhofft sich seitens der Veranstalter auch über den Schulsport neue Vereinsspielerinnen gewinnen zu können. Mich hat vor allem überzeugt, dass man eine Zielgruppe anspricht, die bisher der Verband oder der organisierte Sport fast überhaupt noch nicht erreicht. Das heißt, die Kinder hier, die bei uns im Projekt sind, haben keinen Kontakt und gehen nicht automatisch in den Verein, sondern man muss sie ansprechen, man muss für sie Angebote bereiten und das gelingt vor allem über die Schule, weil die Schule ein Schutzraum ist, sodass vielleicht auch Eltern ein bisschen mehr Vertrauen haben und dann im Prinzip der Übergang von der Kinder in diesen Sport, dass die Kinder irgendwann mal im Verein spielen, gelingen kann. Und das hat mich sehr überzeugt. Also hier in Ludwigshafen, muss ich sagen, haben wir ja einen Zuwachs an Mädchenmannschaften, die an den Turnieren teilnehmen. Also von daher sehr positiv. Wie? Und du spielst für welche Schule? Für die Schillerschule. Und was für Ergebnisse habt ihr heute schon erzielt? 1-1, 3-0, 5-0 und 1-0. Oh, da seid ihr ganz vorne mit dabei. Liegt das an eurem Lehrer? Ja. Ist er gut zu euch? Ja. Und was bringt er euch so bei? Er bringt uns eine Taktik und so alles bei. Welche Position spielst du? Sturm. Spielst du auch in deiner Freizeit Fußball? Ja. Wo? MSV. Was spielst du lieber, draußen oder drinnen im Tor? Eigentlich beides. Hast du ein Tor heute schon geschossen? Ja. Okay, und das war in welchem Spiel und zu welchem Spielstand? Langsam, bis das Mikrofon bei deiner Nase ist, unterhalb deiner Nase. Im ersten Spiel habe ich das zweite Tor geschossen. Hast du Weltmeisterschaft geschaut? Ja. Und was sagst du, welche Mannschaft hat dir besonders gut gefallen? Deutschland. Was spielst du für eine Position? Sturm. Hast du schon ein Tor geschossen heute? Ja. Ihr spielt Fußball. Für welche Schule tretet ihr an? Goethe-Schule Nord. Spielst du auch in deiner Freizeit Fußball? Ja. Im Verein? Nein. Und heute? Wie habt ihr bis jetzt heute gespielt? Nicht so gut, aber es war, um Spaß zu haben. Außerdem hat es mir sehr, sehr Spaß gemacht, aber ich hoffe auch, dass es den Mädchen in unserer Gruppe auch Spaß gemacht hat.
Sieger des Turniers wurde die Mannschaft der Schillerschule Mundenheim vor den beiden zweitplatzierten Teams der Erich Kästner und der Wittelsbach-Schule. Auf Rang 3 und 4 landeten die beiden Teams der Gräfenschule und den fünften Platz belegte die Goetheschule Nord.